Ja, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video hier auf dem Kanal. Pünktlich zum Kinostart von Avatar Way of Water, zumindest hier in der Schweiz im Dezember, habe ich mir gedacht, schauen wir uns mal den Trailer vom Avatar-Spiel an, Frontiers of Pandora, das ja zwischen April 23 und März 24 rauskommen soll. Das Ganze wird von Massive Entertainment, Ubisoft Düsseldorf und Ubisoft Shanghai entwickelt und soll dann für PlayStation 5, PC, Xbox Series X und S veröffentlicht werden. Und ich bin ziemlich gespannt. Ich bin wieder so ein bisschen im Avatar-Hype drin, würde ich sagen, da der Film ziemlich nice war. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Let's go! So, der Trailer ist zwar schon über ein Jahr alt, aber trotzdem interessant, würde ich sagen. Leider gab es bisher noch keinen neueren Trailer. Das hier ist bloß der First Look Trailer so gesehen. Und vom Gameplay hat man bisher eigentlich noch nichts gesehen. Aber selbst das, finde ich, sieht schon ziemlich beeindruckend aus. A Ubisoft Game. Nice Musik. Ich bin ja gespannt, in welche Richtung das Ganze dann gehen soll. Weil bei Ubisoft steht jetzt hier First Person Action Adventure Open World. So, ob das dann so ein bisschen in Richtung Far Cry geht. Könnte möglich sein. Sieht eigentlich ziemlich vielversprechend aus, finde ich. Und auch ziemlich bunt. Und beeindruckend. Alter Schwede. Avatar Frontiers of Pandora. Ja, da steht es noch 22. Okay, gut. Hat sich wohl ein bisschen nach hinten verschoben. Ja. Ich bin ziemlich gespannt. Weil die Filme sind ja schon ziemlich gut, finde ich. Gens war fast irgendwie über 3 Stunden jeweils. Und ist ein bisschen manchmal in die Länge gezogen. Aber ich glaube, das könnte richtig gut werden, das Spiel. Ich bin da ziemlich gespannt drauf. Schaue ich mir dann auf jeden Fall an, sobald es draußen ist. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, stürzt nicht ab beim Fliegen. Tschüss!